Gute Laune bei unserer Frauennationalelf. Kein Wunder, Deutschland hat alle drei Vorrundenspiele gewonnen, dabei kein einziges Gegentor kassiert und steht im Viertelfinale der EM. Da darf man sich auch mal was gönnen und genau das machen Alexandra Popp, Marina Hegering, Jule Brandt und Tabea Wasmuth mit einer Bootstour auf der Themse an den Londoner Sehenswürdigkeiten vorbei. Schaukelig. Warm. Fahrtwindig. Und schön. Bin ich jetzt für den ernsten Teil zuständig? Ja, nee, also sehr, sehr beeindruckend hier die alten und neuen Gebäude so als Gemisch in London so zu sehen und von der Themse aus zu beobachten. Deswegen ist es eigentlich ja, ziemlich spannend. Ich war bisher auch nur ein einziges Mal in London, war aber auch schon sehr lange her. Von daher ganz cool, hier mal von der Themse aus alles zu sehen. Und wir haben auch gerade schon die London Bridge passiert. Die war natürlich schon mal ein Highlight. Und jetzt sind wir gespannt auf das, was noch kommt. Die Sonne knallt, es hat 40 Grad, der heißeste Tag in der Geschichte Englands. Darum verzichten viele Spielerinnen auf die Bootstour. Doch die, die dabei sind, haben Spaß. Ja, ist total schön, auch bei dem Wetter jetzt nochmal rauszukommen, das auch alles vom Wasser aus zu sehen. Ist cool, ist ein schöner Ausblick und ja, macht Spaß. Ich bin auch das erste Mal jetzt hier in London, auch die ganzen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ja, ist einfach schön. Morgen wird es dann wieder ernst. Deutschland trifft im Viertelfinale auf Österreich. Deutschland ist klarer Favorit und eine Niederlage wäre eine ziemliche Blamage.